Hallo und herzlich willkommen auf Epic Shot Show 2023. Wir sind am Stand von Miltech. Dass wir große Phantom Leaf-Freunde sind, das ist ja euch allen bekannt. Wie kommt jetzt Miltech ins Spiel? Wir haben jetzt hier bei Miltech die neue WASP-1-Linie in der SIFTECH-Line vorgestellt oder stellen sie euch jetzt gerade vor. Das erste Mal, dass wir die Sachen jetzt live sehen. Wir waren vorher mit Phantom Leaf in Kontakt, da waren auch schon die ersten Pläne, dass das Ganze mit Miltech zusammen umgesetzt wird. Wir waren tatsächlich sehr skeptisch am Anfang. Wir hatten schon in der Vergangenheit Miltech-Produkte im Einsatz, waren da nicht überzeugt von, haben dann die Finger davon gelassen. Sehr viele Jahre, haben jetzt aber vor kurzem bei der Smog-Serie dann einen Smog auch von Miltech wieder dabei gehabt. Und da haben wir auch euch gesagt, wir sind erstaunt, was man da qualitativ Hochwertiges bekommen hat für das, was es kostet. Genau das ist auch hier der Fall und die Idee dahinter, dass die WASP-2-Linie eine höherpreisige Linie ist, die man eben auch für den professionellen Einsatz nutzen kann, also sprich gerade die IR-Sicherheit. Das hat man jetzt hier bei der Line hier nicht, da hat man keine IR-Sicherheit, aber dafür ist natürlich auch nochmal der Preis eine ganz andere Nummer. Wir sprechen hier von einem Preisunterschied zwischen 50% und 70% zur WASP-2-Linie und dann habt ihr hier auch nochmal ein etwas angepasstes Muster, wie der Name schon sagt, WASP-1, WASP-2, die sind nah beieinander, auch die Tarngebung für die Regionen Z3A und so weiter und so fort, wie wir es euch im Detail vorgestellt haben, hat man hier auch wieder untergebracht, aber ihr seht es hier auch schon an der Farbgebung, an den Mustern, da sind leichte Veränderungen drin. Und die werden wir euch auch nochmal im Feld im Detail zeigen. Sieht man jetzt hier natürlich auf der Messe schlecht. Die Besonderheit bei den Sachen hier ist noch, dass man wirklich darauf geachtet hat, dass alles getarnt ist, bis auf die Schnallen am Rucksack. Das heißt, auch die Klettfelder haben hier das entsprechende Tarnmuster. Man hat eigentlich keinen Gegenstand oder nichts mehr an der ganzen Bekleidungslinie, was nicht getarnt ist. Das ist nochmal ein Alleinstellungsmerkmal. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es auch verschiedene Varianten. Wir haben Boonies, wir haben Basecaps, es gibt Rucksäcke, die sind auch nochmal mit Gurtband und allem drum und dran in der Tarnfarbe ausgearbeitet. Wir haben verschiedene Jacken, die es natürlich auch von Miltech schon standardmäßig vorher gab. Also die Regenjacken gibt es in den Tarnmustern dann entsprechend. Natürlich auch eine Combat-Uniform mit dem passenden Oberteil und der Hose, damit man hier das Ganze auch am Plattenträger einsetzen kann. Und natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr seid mit dem Chestwick unterwegs, dann gibt es auch ein Field-Shirt und die passende Field-Pant dazu. Wir bleiben da auf jeden Fall dran, finden das ein sehr spannendes Thema. Wir werden da einen intensiven Qualitätscheck machen und das Ganze auch nochmal im Feld bewerten, wie die Tarnung denn funktioniert und das vielleicht auch nochmal dem WASP-2 gegenüberstellen. Einfach nochmal, dass ihr auch mal seht, wie gut dieses Tarnmuster ist. Was wir bisher gehört und gesehen haben, hat uns sehr beeindruckt. Von daher es ist ganz wichtig, unserer Meinung nach auch Firmen nochmal eine Chance zu geben, die man vielleicht schon abgeschrieben hat, weil natürlich jeder kann sich verändern, jeder bestrebt Verbesserungen und das ist bei Miltech definitiv der Fall. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut doch mal in unserem Blog und natürlich auch auf die Seite von Phantom Leaf oder Miltech. Wir haben unten für euch den Link zu Miltech eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis zum nächsten Stand. Macht's gut, bis dann. Bye, bye.